Moin ihr Lieben, aus geplanten 5 Videoteilen habe ich 3 geschnitten. Da nicht alle meine Zuschauer Instagram haben, habe ich auch dieses Mal meine Insta-Stories mit eingebaut. Viel Spaß mit dem Video! Ich habe mich überhaupt nicht mehr gemeldet. Ich habe nach meinem Ritt mich einfach nur gefreut. Dann haben wir Holly in Ruhe weggebracht. Das habe ich euch ja auch ein bisschen gezeigt im Video. Generell merke ich immer mehr, dass auf den Turnieren, wo wir eben auch mit Pferd unterwegs sind, es schwerfällt, 1:1 alles für euch zu vloggen. Aber ich möchte euch auch einfach einen Einblick von den wichtigsten Dingen geben. Und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Deswegen werde ich auch weiterhin vloggen, auch wenn es nicht alle Momente sind, die dann auf der Kamera landen. Und jetzt sind wir mit Holly noch grasen. Ich bin natürlich super, super glücklich über den 8. Platz heute. Und Holly musste gerade nochmal das rechte Eisen runterbekommen, denn es ist eine Stolle abgebrochen. Sowas kann passieren. Das Gute ist aber, der Schmied, der heute hier ist, beziehungsweise der hier das Wochenende ist, den kennen wir und den kennt Holly. Und es war eine ganz schnelle Sache. Eisen runter, Stolle raus. Und jetzt sind wir noch ein bisschen mit ihr spazieren und grasen. Guck mal, wie süß sie ist, ne? Nach diesem sportlichen Highlight geht es jetzt um die Spooks Amateur Trophy, denn dort bekommen Amateure die Chance, wie zum Beispiel hier auf dem Hamburger Derby zu reiten. Dafür habe ich bei mir Luisa Wicker und Emily Aust. Luisa ist vom Team Spooks und du bist ja eine Reiterin und hast auch gestern sogar gewonnen. Also herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle. Und dann würde ich sagen, setzen wir uns erstmal. Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zum letzten Teil. Wir sind mit ein bisschen Verspätung jetzt bei Holly und ich werde sie jetzt erstmal füttern, damit sie fressen kann und alles andere können wir danach in Ruhe machen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video und ich freue mich auf den Tag, bin motiviert, auch wenn ich gerade noch nicht so aussehe. Und ich glaube, es wird cool und ich kann jetzt schon sagen, es war ein sehr tolles Wochenende. Was? Guten Morgen. Diese Scheiße. Wir aufstehen immer. Muss ich ja. Unterhaltet ihr euch darüber, dass ihr zu früh aufstehen müsst? Ja. Habt ihr jetzt ein Problem damit, oder? Ja. War das letzte Mal, dass ich... Ja, ja, das sagst du jedes Mal. Ich bin irgendwie die Einzige, die gut drauf ist. Nein, gut drauf sind sie alle natürlich. Aber die Einzige, die irgendwie trotzdem noch fit und motiviert ist. Jetzt werde ich meinem Kopf, ich glaube, ich muss noch Gamaschen sauber machen. Holly frisst eh noch und ich bin richtig glücklich, weil die frisst richtig gut. Also sie frisst alles auf und das ist ja auch zu Hause mein Problem, dass sie manchmal ein bisschen mäkelig ist. Aber hier, wo es auch drauf ankommt, frisst sie alles. Sehr gut, Holly. Diese Gamaschen sind eigentlich noch relativ sauber. Damit die aber ein bisschen mehr glänzen, kommt da jetzt einmal Gamaschenwunder drauf. Und dann kann ich da so mit an den Start gehen. Und schon sind die wieder sauber. Und das mache ich jetzt mit allen und dann werde ich den Parcours abgehen. Sie möchte mit dir Pflege machen. Sie sagt, putz mich. Nee, die will mich mal putzen. Leg die meine Mütze ab. Man sieht sogar die Zähne ein bisschen. Oh.
Ich habe mir jetzt Laura geschnappt und werde mit ihr den Parcours abgehen, weil ich finde das immer ganz angenehm, wenn ich irgendjemanden, selbst wenn Laura jetzt nicht aus dem Dressurlager kommt, also erstmal ist Laura nicht auf den Kopf gefallen, aber auch wenn Laura nicht selber springt und vielleicht da jetzt nicht das letzte Know-how für hat, kann ich ihr aber trotzdem erzählen, was ich so denke. Und sie kennt ja auch mich und meine Pferde und das ist eigentlich ganz gut, wenn man jemanden hat. Mit Patrick brauche ich das nicht machen, der steht immer, ja, ja, ja. Und er weiß nicht mal, ob da jetzt ein Stein oder ein Ochser war. Und deswegen nehme ich jetzt Laura mit und Patrick macht gerade Stollen rein. Also, Wally, jetzt hör mal auf zu dösen. Jedes Mal, wenn die Kamera angeht, tut sie so, als würde sie noch im Tiefschlaf sein. Ich habe heute nicht eingeflochten. Da Holly ja, ihr wisst es ja ein bisschen, faul, ne? Nein, ein bisschen mit dem Exem zu tun hat und ich muss sehr viele kleine Zöpfe machen, damit, wenn ich jetzt so breiten Abstand mache, dann zieht von den beiden Seiten natürlich immer richtig doll die Mähne und das ist echt ein bisschen blöd. Deswegen muss ich kleine Abstände machen, das hätte ich heute nicht geschafft und auf den letzten Drücker lieber alles entspannt mit Putzen und auf die Zöpfe einmal verzichten. It's easy to speak out about the way I live, but it's a 24-karat dream. No supermodel in my dirty jeans, but in my 24-inch heels. My Holly, das ist Monte Bellini-Tochter, achtjährig und schnellen Schrittes jetzt hier auf die letzten Meter ins Ziel. Saskia Meyer haben wir hier mit 54,77 Sekunden und strafformfrei das Ziel erreicht und damit hier der fünfte Rang. Laura und ich haben jetzt gerade den Plan für heute ausgetüftelt. Der ist gut. Da das ziemlich warm heute ist und wird und wir Holly seit Mittwoch hier haben, haben wir entschieden, dass wir das Derby nicht hier zu Ende gucken werden, auch wenn das wahrscheinlich spannend ist. Aber wir möchten Holly nicht so lange in der Stallung noch stehen lassen. Vor allen Dingen reisen jetzt gerade viele ab und dann sind da auch nicht mehr so viele andere Pferde. Deswegen werden wir jetzt noch den Tag wirklich entspannt genießen. Wir hatten ja gerade noch einen Live-Facebook und nachher noch eine Autogrammstunde, aber bis dahin setzen wir uns hin. Trinken Kaffee, ja. Und essen gleich lecker Mittag. Und ich hoffe, das Video hat euch bis hierhin schon gefallen. Dann werde ich euch noch ein bisschen mitnehmen und dann sehen wir uns gleich wieder. Guckt mal Holly schleifen und Holly ist richtiger Leckerli-Fan geworden irgendwie die letzten Tage. Sind das gute Leckerlis, Holly? Ja, es liegt eigentlich nur daran, dass Laura sie füttert und Geschmackssorte Banane finden meine Pferde alle gut. Deswegen habe ich auch immer die Maulbutter mit Vanille. Jetzt, wie komme ich denn von Banane auf Vanille? Slayer Holly. Tut mir leid. Wir holen dir gleich neue, wenn da noch welche sind. Wenn ich euch das nächste Mal besuchen komme, bringe ich dir die mit. Wir haben jetzt noch so anderthalb Stunden sind es noch, ne, Laura? Haben wir ja, ungefähr? Genau. Anderthalb Stunden haben wir jetzt noch Zeit bis zum Meet and Greet. Und das werden wir jetzt auch wirklich immer noch entspannt angehen. Und wir können gleich mal ein bisschen noch Show gucken. Aber für uns ist dann so dieser wichtigste Teil quasi erledigt. Wir haben es schon gut durchgezogen. Laura macht dann nachher noch beim Derby ein bisschen Fotos. Aber ich habe es ja eben schon gesagt, wir bleiben nicht bis zum Schluss, damit wir nachher nicht in ganz viel Verkehrschaos landen. Und damit du nach Hause kannst zu deinen Freunden. Du machst Faxen. It's fading gray. I feel everything.
sehen Sie denn so fertig aus? Bisschen geschlummert? Ja. Ups! Wie gerade die Möhre verschwunden ist. Ich bin genauso fix und fertig, wie ich aussehe. Wir haben jetzt Holly wieder in der Box. Wir sind auf dem Rückweg so gut durchgekommen, Gott sei Dank. Holly hat auch schon sehr gut gefressen und auch den anderen Pferden geht's gut. Und dann verabschiede ich mich auch an dieser Stelle von euch. Ich hoffe, die Videos haben euch gefallen und wir sehen uns ganz bald in meinem nächsten Video wieder. Bis dann, tschüss!